needs some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war? You know, remember that movie Independence Day where invaders were coming from outer space and the whole world was united against the invasion? Well, why can't we be united on behalf of our planet? And that's what I want to do to get... Relax. Open your eyes. Neue Weltordnung-Recherche mit Vorträgen, Radiosendungen und Schriften wurden von Leuten wie William Cooper, Fritz Springmeier, John Todd, Randall N. Bear und Kent Hovind durchgeführt. Der verbindende Faktor bei all diesen Menschen war, dass sie alle Christen waren. Sie haben die neue Weltordnung und deren New Age luziferischen kommunistischen Ziele entlarvt. Sie förderten den Glauben an Jesus Christus und das Wort Gottes und sagten den Menschen, dass sie den Mysterien, Religionen, der Theosophie und der Freimaurerei widerstehen sollten, während sie diese entlarvten. Allerdings wurden alle diese Männer entweder ermordet oder verleumdet und verhaftet, also zum Schweigen gebracht. William Cooper wurde im Jahre 2001 aus dem Hinterhalt erschossen. Fritz Springmeier wurde verleumdet, diskreditiert und inhaftiert. Randall N. Bears Auto kam von einer Passstraße ab. John Todd wurde verleumdet, diskreditiert, inhaftiert und dann ermordet. Kent Hovind wurde Steuerhinterziehung vorgeworfen, daraufhin wurde er verhaftet. Nun, wo die christlichen Neue-Weltordnungsforschenden zum Schweigen gebracht wurden, wurde die Wahrheitsbewegung unterwandert von Menschen, die vorgeben, gegen die neue Weltordnung zu sein, tatsächlich aber die New Age-Religion und ein neues Utopia verfechten, und sie alle sprechen gegen das Christentum und die Bibel. Leute, die die Wahrheitsbewegung übernommen haben und denen erlaubt ist zu leben und zu lehren, wie Jordan Maxwell, Michael Cesarian, Peter Joseph, David Icke und andere, all diese Menschen haben einen gemeinsamen Nenner. Sie alle sind strikt gegen das Christentum und sie sind alle stark mit dem New Age, der Theosophie und der Freimaurerei verbunden. Der Einzelne steht wie gelähmt vor einer Verschwörungstheorie, die so monströs ist, dass er sie einfach nicht fassen kann. J. Edgar Hoover, Leiter des FBI und Freimaurer. Diese Zeit müsse kommen, um zu zerstören, um die neue Weltordnung hervorzubringen. Aus dem Chaos kommt die Ordnung. Damit sagte er, dass das alte System zerstört werden muss, um das neue System aufkommen zu lassen. Und das ist genau das, um das es sich beim doppelköpfigen Phönix aus der Asche handelt. Das alte System der neuen Weltordnung ist, was wir alle um uns herum aufgebaut sehen. Es läuft wirklich, wirklich schlecht. Aber es wird in gewisser Weise zerstört werden, weil dieser Wasserhahn vom Bösen geführt wird. Wir alle wissen, dass die Dinge, die in der Welt gerade passieren, wegen dem Bösen verübt werden. Also wenn Böses all diese Dinge verursacht, kann das Böse auch den Wasserhahn ausschalten. Gerade zur rechten Zeit. Um es so erscheinen zu lassen, als wäre es gestoppt und beendet, und dafür ist der Retter da. Das neue System wird wie die Utopie erscheinen, die Jordan Maxwell erwähnte, auf die wir alle warten müssen. Es ist interessant, dass er das zu dieser Zeit sagt. Das ist wie, weißt du, die Aliens, unsere Götter kommen zurück, um uns zu stoppen. Das ist die Täuschung. Das ist, was die Menschen gesagt haben von den Okkultisten,
dass es das ist, was die Dämonen für eine lange Zeit tun werden. Aber um es bis zu Blavatsky aufzurollen und allem, was aus dem herauskam, was der erste Timotheer die Doktrinen der Dämonen nannte, an das in den letzten Tagen die Menschen glauben werden, das neue Zeitalter und alles, was von Blavatsky geboren wurde und die New Age-Ideen, werden verwendet, um die neue Weltordnung herbeizuführen. Negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, overconsumption of resources, and environmental degradation, the prospects for a decent life on our planet will be threatened. Aber diese ruchlose Missachtung für das Recht auf Leben jedes Menschen auf diesem Planeten ist im Neuen Testament vorausgesagt worden. Johannes wurde bewegt, um zu schreiben: Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. An welcher Ernte wollen wir beteiligt sein? Wir haben eine Wahl. Es steht kurz vor uns. Jesus kommt bald. Eine ganz kurze Zeit bleibt übrig. Und ich möchte euch richtig bemutigen. Ich weiß, die Botschaft war hart. Ich weiß, die Botschaft hat Bauchweh verursacht. Sie hat mir Bauchweh verursacht. Von wegen denen, die sie zum ersten Mal hören, die nicht Zeit gehabt haben, sie zu verarbeiten. Aber es ist die letzte Botschaft. Es ist der laute Ruf, denn der laute Ruf soll sagen, welche Sünden in Babylon hineingekommen sind seit 1844 und warum sie ein Haus der Dämonen geworden sind und warum ein Volk sich trennen muss von Babylon. Und das ganze System mit all den Irrlehren, mit all den Philosophien, ob das jetzt Aristoteles, ob das Hegel ist, ob das Kant ist, alle diese Philosophien weg. Da kann man noch so viel Grenze legen bei diesen Philosophen. Die Philosophen können uns nicht retten. Jesus Christus kann uns retten. Er ist der Einzige. Und ich sehne mich nach diesem Tag. Aber ich weiß, es gibt noch viele Leute, die einen Entschluss machen müssen. Die sagen müssen, ich muss mich trennen von dem System. Ich brauche Jesus Christus in meinem Leben. Und heute ist der Sabbat. Es ist der Tag des Herrn. Es ist ein herrlicher Tag, um einen Entschluss zu machen für Jesus Christus. Um zu sagen, Herr, ich will dir dienen, ich will dir folgen. Nicht, weil ich Angst habe, über was passieren wird, aber weil du ein gütiger Gott bist, ein gnädiger Gott, ein liebenswürdiger Gott, ein Freund, der uns nie verlässt.